Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Hypermaschinen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, weiter geht's. Wir haben das Ganze jetzt automatisiert. Also ich habe das offscreen gemacht. Das funktioniert sogar atemberaubenderweise. So, das wird hier schön durchgezogen. Geht direkt ins System rein. Doch, wollte gerade sagen, hä? Wollte eben nicht. Okay. So, dann haben wir das. Das haben wir auch. So. Den haben wir. Das brauchen wir jetzt alles erstmal nicht. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das ist wichtig, dann brauchen wir einen Lever. Ja, wir brauchen einen Lever für das Ding einzuschalten. Krass, ne? Was wir noch brauchen, sind natürlich diese Uraniumzellen. Ne? Das ist ganz klar, das heißt, die haben wir schon. Was wir brauchen, sind jetzt die hier. Das heißt, wir machen mal daraus. Warte mal, wir brauchen insgesamt 4 Stück. 4 von den großen. Ne? Das heißt, wir brauchen 8 von den kleinen erstmal. Uranium, aber wir haben ja ein bisschen was, ne? So, dann, dann, Copper, wie heißen die? Dance. Ich schreib's bloß die ganze Zeit falsch. Da liegt der Hase begraben. 1, 2, 4, 6 und 8. Dankeschön. Dann könnt ihr jetzt wieder gehen. Dann brauche ich die hier. Hä? Ach so, brauche ich 3 davon sogar. Okay. Die hätte ich jetzt automatisieren können an und für sich, ne? Weil die brauche ich sowieso automatisiert. Das heißt, wir brauchen nochmal Uran. Weil wir werden wirklich ein paar davon brauchen im Verlauf, ne? Also, ich werde den allerdings auch immer bloß dann anmachen, wenn ich ihn benötige, ne? Ganz klar. Weil sonst wird es auf die Dauer zu kostspielig, sag ich mal. So. Und so. Dann haben wir das auch gleich automatisiert. Das ist wunderbar. Gehen wir hierhin, haben wir gesagt, ne? Zack, zack. Das ist schon, die kleinen sind ja automatisiert. Die kann ich ja hier so drüber bestellen. Gut, dann einmal, zweimal. Dann mache ich das hier alles wieder weg. Dance. So, ich brauche bloß 4 Stück. 1, 2, 3 und 4. Dankeschön. So, mehr brauche ich gar nicht. Natürlich brauche ich noch viel, viel mehr, aber erstmal nur die hier. Und Overclocker von denen hier brauche ich auch ein paar. So. Oh, davon brauche ich ja auch Dance Copper. Ui. Boah, fick die Wand an her. Das wird teuer. Das wird teuer. So viel Copper. Wirklich, ich glaube, da müssen wir schon fast bald wieder die Krabby aufbauen. Erstmal die Heat Vents. Machen wir mal so. Das ist Refined Iron und Iron Bars. Refined Iron. Und Iron Bars, da haben, die haben wir ja da, das ist ja kein Problem. Die tun wir auch gleich automatisieren hier. Dann sind die nämlich auch gleich gemacht. So, einmal. Dann. Huch, das war falsch. So. Wir brauchen Dutzende. Also, ich glaube, wir brauchen 20, 25 Stück oder sowas. Locker, locker. Also, hier brauchen wir jetzt erstmal das Dance Copper. Tun wir dann auch gleich automatisieren, das Ganze. Wir automatisieren alles. Alles wird automatisiert. Falls ich es nochmal craften muss, ihr wisst, wie oft bei mir das Zeug in die Luft fliegt. Na gut, inzwischen halt eigentlich gar nicht mehr, ne?
bin ich ja ein bisschen stolz auf mich gerade so, ne? Hey, ne? Mal ganz ehrlich, kann ich stolz sein. So. Das kann ich eigentlich weg. Dann nochmal Dance. So, einmal. Und dann brauchen wir Gold. Davon haben wir ja zwischenzeitlich schon ein bisschen was gesammelt. So, dann das. So, den haben wir auch. So, okay. Das hätten wir. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt als allererstes, bauen wir den mal unten auf, ne? Den Raum machen wir jetzt erstmal fertig. Nee, machen wir nicht. Wir stellen jetzt ein. Ich hätte gern. Boah, oh, wie hießen die? Over. Wie viel hätte ich denn gern? Ich mache jetzt erstmal. Sekunde, lasst mich mal kurz auf ein Bild schauen. Ich habe mir Fotos gemacht von dem Ganzen, dass ich auch zu 100% weiß, wie viel ich denn benötige. Da, jetzt öffne dich. Andy! Also 10 brauche ich auf jeden Fall. Oh, 3 Stunden, bis das Handy sich mal geöffnet hat. Mann, 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 Mann. So. Aber wir können ja hier schon mal anfangen, ne? Das heißt, wir machen die Wände aus Obsidian, haben wir eben gesagt. Das ist. Haben wir hier eine goldene Mitte? Wir haben hier eine goldene Mitte. Das ist wunderbar. So, dann machen wir das Stück hier nämlich weg. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wenn ich so einen Fusionsreaktor habe und nebendran einen sehr explosiven Nuklearreaktor, was passiert eigentlich, wenn der Nuklearreaktor in die Luft geht neben dem Fusionsreaktor? Das ist die Frage, die mich jetzt brennend interessiert. Ob dann alles samt in die Luft fliegt, weil dann haben wir definitiv keine Stadt mehr. Also, da gebe ich Brief und Siegel drauf. Die Stadt ist dann weg. Ich sehe schwarz für diesen Raum. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt, dass ich da jetzt Obsidian dran mache. Ich gehe einfach mal dieser Hoffnung nahe, dass wenn dann mal was Schlimmeres passiert, dass dann hier, ne, ihr wisst schon, dass Obsidian ein bisschen den Schaden zurückhält. Wobei ich da schon leicht die Hoffnung verloren habe. Bin gerade so am Überlegen, was, wenn man ins Wasser reinbaut. Wir könnten ja an die Decke einen Notschalter machen, wo wir theoretisch. Theoretisch, ne? Theoretisch, ihr wisst's. Falls das Ganze zum Explodieren kommen sollte, mit Wasser ein bisschen abgedämpft wird, noch zusätzlich, ne? Wisst ihr so, wie ich meine? Oh, scheiße, ich habe zweimal Obsidian falsch gebaut. Okay, das geht ja noch. Das ist ja dann noch schnell abgebaut, okay. So. Hier natürlich auch weg. Oh, es hat sich endlich mal geöffnet. Wow. So. Na? Ich glaube, von da aus geht es. Wow! Was war das? Ich habe eben die tiefsten des Berges gesehen. Die tiefsten meines Inneres. So, meines Hauses. So.
Okay, das ist jetzt ein richtig hässlicher Raum eigentlich aus Obsidian. Aber das macht nichts. So, wir brauchen das und das. Hä? Nee, passt. Ho, ich wollte eben gerade sagen. So, den machen wir jetzt hier hin. Dann kommt hier der Reaktor. Wie ihr sehen könnt, so sieht das Ganze innen drin aus. Noch sieht das Ganze so aus. In diesem Zustand könnten wir ihn auch schon laufen lassen, aber er wäre höchstens so nützlich wie ein Generator. Sagen wir mal. Wenn wir jetzt allerdings hier die Teile dran machen, die kann man im Übrigen nirgendwo anders dahinsetzen, ne? Wenn ich jetzt den Generator abbauen würde, die würden alle wegbloppen, ne? Also nicht wundern. So, wir haben hier jetzt ein Männchen gebaut, ne? Wenn man reinguckt, ihr seht schon, es ist schon größer. Wenn ich jetzt das hier noch mit dran setze, haben wir ein großes. Also richtig schön viel Platz. Und da werden jetzt diese Teile mit unter anderem eingebaut. Das Ganze braucht ein fettes Stromkabel. Fällt mir gerade ein, ich hätte vielleicht hier das lassen können, also auflassen können. So. Okay. Da brauchen wir auch bloß ein Ding Platz. So. Gut. Das Witzige ist, das Ganze wird mit dem Lever betrieben. Den mache ich jetzt nicht dran, sonst habe ich ein Problem. So, wir brauchen, jetzt muss ich mal ganz kurz mein Bild ein bisschen größer machen, dass ich das auch wirklich zu 100% setze. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass diese Sachen auch ganz genau so gesetzt werden. Das heißt, das muss hier rein und hier hin, genauso wie hier und hier. Dann haben wir die schon mal da drin. Ich hoffe, das fliegt uns nicht um die Ohren, weil das da drin ist. Nee, er ist ja ausgeschalten. Sollte also gehen. Was wir auch noch brauchen, sind 60k Kobaltzellen. Können wir auch gleich mit reinmachen. Dann sind dann 60k. Davon brauchen wir. Hey, sag mal, habe ich die nicht sogar schon automatisiert? 60. Nein, habe ich nicht. Hätte ja jetzt sein können. Ich glaube, ich habe die grünen automatisiert, ne? Okay, was brauchen wir hierfür? Schon wieder Denso. Oh, leck's mich doch. Okay, hierfür brauchen wir Tin und Kulant. Okay, habe ich Kulant? Kulant? Ach so, cool. Oh, super. Okay, wie macht man denn die? Aus Wasser und Tin. Okay. So, da brauche ich jetzt erstmal. Machen wir mal kurz hier alles raus. Wie ihr seht, ich habe schon 15 von denen gemacht. Aber es dauert, es dauert, es dauert, es dauert, es dauert. So, wir holen uns mal ein bisschen Wasser. Ich habe ja oben keins mehr, glaube ich. Ich weiß nicht. Nicht mehr drauf geachtet. Nein. Drei Stück. Eins, zwei, drei. So, jetzt haben wir alle. Wunderbar, dann kann man nämlich das hier auch gleich machen. Wenn alles klappt. So, einmal. Dann Tin. Tatsache, okay. Sind ja hier easy zu machen. Könnten wir eigentlich auch gleich automatisieren, wenn wir schon dabei sind. Dann können wir das. Wie habe ich meine Pattern rausgemacht? Kann mir das mal jemand verraten? Ich hasse das, wenn ich Sachen rausmache, die ich eigentlich immer brauche. So. Wir müssen zwar dann immer das Wasser nachfüllen, aber das ist ja dann egal. So, warte mal. Wie brauche ich die hier? Die brauche ich mit Dance, ne? Genau. Dance, okay. So, dann können wir die hier machen. So, das heißt 3 und 3. 3 und 6 meine ich. So.
auch gleich. Direkt hier rein, so. Dann können wir das hier nämlich fertig machen. Dann brauche ich 10k. Ja, mach mal noch eins, danke. Dann brauche ich Tin. So. Und dann brauche ich eigentlich nur noch Tin und Dance. So. Okay, dann hätte man das nächste schon gleich automatisiert. Zack, zack. Wir automatisieren einfach alles. Das ist am einfachsten. Vor allen Dingen, weil man es halt tausendmal noch braucht. So, hier, zack, mit rein. Wir brauchen das ja auch bloß viermal. Dann geht das. 60k. So, brauchen wir vier Stück. Eins. Ach so, Dance, okay. Copper nur noch 421, das ist hart. Das ist echt hart. Das ist hart. Drei haben wir schon mal. Nun gut, was wir ja... Wir brauchen ja noch viel, viel mehr Sachen. Also es ist ja nicht nur... Ach, wunderbar, guck mal, die, dann sind wir damit, dann haben wir die ja schon. Da war es das letzte, so und so. Dann können wir die hier auch schon mal unten reinmachen. So. Die kommen hier in die Ecken rein. So, dann brauchen wir nicht mehr allzu viel. Warte mal, der hat doch eben irgendwas gebraucht gehabt, ne? Ich glaube, das hatte ich noch nie... Alter, wie ich immer in die Decke reinfliege. Warte mal, was hat denn der gebraucht? Der braucht Iron Bars, okay. Iron Bars. Das heißt, wir nehmen das nochmal mit raus. Die simpelsten Sachen haben wir noch nicht. Jetzt müsste das Ganze doch gehen, ne? Genau, jetzt brauchen wir nur noch Dance Copper. So, das heißt für... Hast du noch alle oder was? Kommt hier angeschissen, schießt mir in den Kopf, weißt du? Hallo? Verrückter Kerl. So, das heißt allerdings für uns, wir werden jetzt mal... hä? Da ist auch ein Gegner. Oh. Oh. Da fehlt Licht. Okay. Machen wir erstmal die Tür zu. Gut. Das heißt für uns, wir machen jetzt erstmal ein Folgenpäuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde die Queries offscreen versetzen, um wieder ein bisschen Kupfer zu bekommen, weil 379 ist nicht mehr allzu viel. 78 und es wird weniger. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.